die Macht der Physik. Zitat: Man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Folgen der ignorierten Realität ignorieren. Von Ayn Rand. Die Geschichte der Menschheit ist von unzähligen physikalischen Entdeckungen geprägt. Welche ist die wichtigste? Es gibt sie nicht. Zu jeder Zeit war der aktuelle Fund der jeweils bedeutendste. Hätte man einen frühsteinzeitlichen Höhlenbewohner nach seinem größten Wunsch gefragt, so hätte er sich vermutlich ein sicher zu schließendes Tor an seiner Höhle zum Schutz vor den Raubtieren der Nacht gewünscht. Der Drang nach einem Mobiltelefon wäre ihm mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gekommen. Unser physikalisches Verständnis schreitet zwar voran, jedoch nicht stetig. Es gibt Sprünge weit nach vorne, aber auch Rückschritte ins Vergessen. Oftmals geschieht dies mit Absicht, durch einflussreiche Gruppierungen, denen ein Fortschritt aus Macht- und Geldgründen nicht gelegen kommt. Ein plakatives Beispiel ist die Änderung der geometrischen Vorstellung der Erde. Es begann mit der flachen Scheibe, die im Laufe der Zeit zu einer Kugel wurde, um die Planeten und Sonne kreisten. Dass unser Stern im Mittelpunkt steht, versuchte die römisch-katholische Kirche lange zu unterdrücken. Der Fall dieses antiquierten Weltbilds war ein gewaltiger Sprung nach vorn. Das bekannte Urteil gegen Galileo Galilei erging 1633. Erst 350 Jahre später, genauer 1984, wurde Galileo Galilei durch Papst Johannes Paul II. Rehabilitiert. Als Vorbemerkung zum nächsten Beispiel muss ich anmerken, dass ich ein Verfechter der Elektromobilität bin und selbst zwei Photovoltaikanlagen privat und geschäftlich mit Lithium-Ionen-Speicher betreibe. Seit 2013 fahren wir im Unternehmen Elektroautos, die über Frühjahr, Sommer und Herbst mit eigenem Strom aus der Photovoltaik laden. So viel, damit Sie das folgende Beispiel nicht falsch interpretieren. Ein aktueller Fall für das Regieren gegen physikalische Zusammenhänge ist die Wasserstofftechnologie. Sie wurde ab 1984 von der Ludwig-Böllkow-Stiftung als ökologische Technologie für die Zukunft propagiert. Fußnote: Ludwig-Böllkow, Wikipedia. Auf diesen Zug sprang die Daimler AG schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf und stattete Prototypen von Mercedes-Pkw mit Brennstoffzellenantrieb aus. Mit der damals neu entwickelten A-Klasse, die mit dem Elchtest, wurden erste Versuchsträger gebaut und rund um die Welt vorgestellt. Wasserstoff klingt für den normalen Menschen eingängig. Man erzeugt statt Abgas nur Wasser. Doch schon 1998 wurde bei einer Veranstaltung der Humboldt-Gesellschaft von den niedrigen energetischen Wirkungsgraden bei den Brennstoffzellen berichtet. Wirkungsgrade, die durch die Physik begründet sind und nicht technisch verbessert werden können. Fußnote: Neue Antriebstechniken für den Individualverkehr. 1998 Humboldt-Gesellschaft. Allen Warnungen zum Trotz trieb die Politik es mit dem Wasserstoff trotzdem weiter. Ja, es entwickelte sich ein Hype, der riesige Forschungssubventionen nicht nur in Deutschland aktivierte. In Folge stiegen zahlreiche Wasserstoffaktien auf Rekordhöhen. Doch man sollte nicht gegen die Physik regieren. Die Wirkungsgrade blieben niedrig und als die Ingenieure und Ökonomen versuchten, die Technologie serienreif zu machen, wurde das physikalische Problem immer sichtbarer. Bis auf BMW verabschiedeten sich die deutschen Pkw-Hersteller im März 2021 von ihren lange gehegten Wasserstoffträumen. Fußnote: Kfz-Branche, Abschied von den Wasserstoffträumen, Jean Pütz. BMW brauchte ein paar Monate mehr und erst im September 2021 äußerte sich der Entwicklungsvorstand Frank Weber entsprechend abwertend. Fußnote: BMW-Entwicklungschef, für die Masse wird Wasserstoff keine Lösung sein. Ecomento. Dennoch wird ein BMW-Wasserstoff-SUV 2022 auf den Markt kommen. An dieser langen Entwicklung, die sich gegen die Gesetze der Physik stellt, erkennen wir, dass der Mainstream in der Gesellschaft, vertreten durch Konzerne und Medien, nicht zwingend recht hat. Nur weil feine Damen und Herren in dunklen Zwirnen ihre Projekte mit ausschmückenden Worten vorbeten und die Journalisten dieses hohe Lied weiterverbreiten, stimmt es nicht. Eine komplette theoretische Abhandlung über die unterdurchschnittlichen Wirkungsgrade von Wasserstoff und E-Fuels hat Professor Maximal Fichtner vom Helmholtz-Institut in Ulm gehalten, der für beide Fachgebiete lange Jahre in Forschungsinstituten gearbeitet hat. Fußnote: AMS-Kongress 2021 mit Professor Maximilian Fichtner, Transformation der Antriebe. Verstärkt werden solche Fehlinformationen dann mit geldgierigen Trittbrettfahrern, die mit andauerndem Marketing auf Portalen und in Videos den Hype weiter anheizen. So war in den Jahren von 2019 bis 2021 Werbung für Wasserstoffaktien allgegenwärtig. Unternehmen wie Plug Power und Ballard Power Systems erreichten im Januar und Februar 2021 extreme Höhen, um kurz darauf massiv abzustürzen. Dabei geschah alles mit Ansage. Elon Musk formt ein kritisches, geflügeltes Wort auf Twitter: Fuel Cells gleich Fuel Cells. Und der Fall des Wasserstoff-Lkw-Herstellers Nikola, nicht mit Tesla zu verwechseln, zeigte im Sommer 2020, wo die Reise hinging.
Wie kommt es zu solch unverhohlenen Fehlinformationen in der Gesellschaft? Es liegt ein kollektives Versagen vor. Das Problem hat viele Gründe. Zum Ersten mangelt es an physikalischer Bildung in der Breite der Bevölkerung. Physik ist hier nur ein Teil. Allgemein fehlt es an den MINT-Inhalten. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Zum Zweiten sind die Menschen nicht mehr kritisch genug und glauben weitflächig, was über die Medien in Permanenz verbreitet wird. Dabei waren Journalisten nur selten unabhängig und breit gebildet. Mittlerweile ist eher das Gegenteil der Fall. Gab es früher Quereinsteiger mit Berufsausbildung und Erfahrung, stammt heute der überwiegende Teil der Journalisten aus vergleichbaren Journalistenschulen wie der Henry-Nannen-Schule oder der Axel-Springer-Akademie, heute Freetech-Academy. Diese Absolventen sind reine Journalisten ohne jegliche Grundausbildung in nicht-journalistischen Fächern. Und zum Dritten schaffen es die wenigsten Menschen, übergreifende Zusammenhänge herzustellen. Es fehlt an allgemeinen Bildung und an Vorstellungskraft, was sich hinter den Fassaden der TV-Studios, der Verlagshäuser, der Parteizentralen und der Glaspaläste der Finanzindustrie abspielt. Wie sagte eine ältere Dame in meiner Verwandtschaft, was geschrieben steht, darf ja nicht falsch sein. Das ist anscheinend auch heute noch der Meinungsstand der breiten Bevölkerung. Wenn dann einmal etwas von dem Gemauschel an die Öffentlichkeit dringt, ist das Wort Verschwörungstheorie nicht weit, um diese Gedanken abzuwehren. Es gibt dazu einen detaillierten Podcast im Netz, der sich um Verschwörungstheorien kümmert, die sich später als wahr herausstellen. Fußnote: Verschwörungstheorien und Major Consensus Narrative auf alternativlos.org. Seien Sie immer hellhörig, wenn Sichtweisen vorschnell als Verschwörungstheorie abgetan werden. Das eine oder andere Mal steckt tatsächlich etwas dahinter, das bewusst verschwiegen wird. Ich behaupte damit nicht, dass alle Verschwörungstheorien zutreffend sind. Ich stelle nur in den Raum, dass hinter diesen Theorien Wahrheiten verborgen sein können. Auf jeden Fall erscheint mir der Begriff Verschwörungstheorie heute immer dann angewendet zu werden, wenn sich die Verantwortlichen einer offenen Diskussion nicht stellen wollen. Genau das macht die Sache verdächtig. Wäre es nicht sinnvoll, statt den technisch-wissenschaftlich ungebildeten Politikern andere Personen in eine Regierung zu setzen? Techniker und Wissenschaftler, die die MINT-Zusammenhänge verstehen, wären dadurch besser für die heutige Zeit geeignet. Italien war und ist derzeit ein Land, das sich an angeblich technokratischen Regierungen versucht hat. So wurde Mario Draghi als Ex-Weltbank-Experte und Ex-Goldman Sachs-Mitarbeiter mit der Bildung einer Expertenregierung beauftragt. An dieser Stelle vermischten sich Technokratie und Expertentum. Kann ein abgehobener Manager überhaupt ein Experte sein? Und hat das Finanzwesen als Teil der Sozialwissenschaften etwas mit MINT zu tun? Eher nicht. In den Jahren 2020 und 2021 wurde von Oppositionellen oft der Begriff des Technokraten als abwertend verwendet. Doch was verstehen wir unter einer Technokratie? Wikipedia schreibt, Zitat: Die Technokratie ist eine Form der Regierung oder Verwaltung, in der alle Handlungen auf wissenschaftlichem und technischem Wissen aufbauen sollen. Wissenschaftler, Ingenieure und andere naturwissenschaftlich und technisch fähige Personen, oft auch aus der Praxis der Wirtschaft, ersetzen dabei Politiker. Zitat Ende. Doch um welche Wissenschaftler und Technologen handelt es sich im Speziellen? Machen wir dazu einen kleinen Ausflug in die Organisation unseres Staates. Der Staat sammelt eine Menge von Daten. Aber was passiert mit diesen Daten? Der 2017 verstorbene Hans Rosling hat sein Leben dem Sammeln und Darstellen von Gesundheitsdaten gewidmet. Ein Satz seiner zahlreichen Vorträge klingt mir noch heute in den Ohren. Fußnoten 1 und 2, Gapminder Stiftung, TED, Global Health Expert, Data Visionary Hans Rosling. Als er nach Gesundheitsdatenauswertungen bei der UN nachfragte, erhielt er zur Antwort, dass das so viele und vor allem prinzipiell unterschiedliche seien, dass man sie nicht darstellen könne. Mit seiner Stiftung Gapminder und der Informationsvisualisierungssoftware Trendalyzer ist ihm eben diese Aufbereitung und flexible Präsentation für jeden interessierten Menschen gelungen. Anders ist es bei unserem Staat. Es werden zwar reichlich Daten über das Statistische Bundesamt und weitere Einrichtungen erfasst, doch die Darstellung und Veröffentlichung erfolgt meist durch staatseigene Institute. So registriert der Deutsche Wetterdienst, DWD, unsere Wetterdaten. Die großen Klimaveröffentlichungen in den Medien trägt dennoch überwiegend das Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, PIK. Oder die Daten über die Entwicklung im Gesundheitswesen. Sie werden von den Gesundheitsämtern in den Bundesländern erfasst, jedoch von staatlichen Instituten wie dem Robert-Koch-Institut, RKI oder der Charité interpretiert. Wo man mittlerweile hinsieht, sitzen immer Staatsangestellte zwischen dem Sammeln der Daten und ihrer Veröffentlichung. Stammen Datenauswertungen von unabhängigen Wissenschaftlern oder kommen diese zu anderen Schlüssen? Fußnoten 3 und 4. Die Pandemie in den Rohdaten, Marcel Bartz.
die Achillesferse der Klimamodelle, KE Puls. Dann ist der Hinweis der Medien auf die staatlichen Experten und das Wort Verschwörungstheorie nicht weit. An dieser Stelle müssen zwei Anmerkungen erfolgen. Zum ersten geht es um das Peer-Review-System der Wissenschaften, das ich im Detail im Kapitel Abhängige Wissenschaft erläutern werde. Zum zweiten die Frage, welche Systeme in der Vergangenheit zutreffendere Lösungen erarbeitet haben. Die Staatswissenschaft oder die freie private Wirtschaft? Ich bin als Ingenieurwissenschaftler und Unternehmer empirisch durch hunderte von Beispielen überzeugt, dass nichtstaatliche Systeme grundsätzlich und deshalb immer bessere Lösungen für den Menschen erzielen. Hier sehen wir das Hauptproblem von Regierungen aus Technokraten und oder Experten. Sie werden gerne dann eingesetzt, Italien, beziehungsweise der Versuch gestartet, Griechenland, wenn die Politiker den Karren so richtig in den Dreck gefahren haben. Damit die Grundzüge der politischen Doktrin jedoch weiterhin verfolgt werden, ernennt man diese Technokraten und Experten aus eben den oben besprochenen staatlichen oder staatsnahen Instituten und staatstragenden Unternehmen. Doch mit echter Technokratie haben diese Regierungsformen nichts zu tun. Politische Versager werden durch neue, unbekannte Gesichter mit den identischen Gedanken ersetzt. Die Wissenschaft gewinnt in dieser Situation nie. Ein Gleichnis zwischen dem Kardinal in Rom und dem Seelsorger auf der Straße drängt sich auf. Aus meiner Sicht gibt es keine Lösung von oben, damit die Physik in unserer Gesellschaft eine höhere Bedeutung erhielte. Selbst mit einer Physikerin als Bundeskanzler wurde es ja nicht besser. Eher ist das Gegenteil der Fall. Es gibt in dieser Hinsicht nur ein einziges Regulativ. Und das ist ein unabhängiger Markt. Werden sich Elektroautos oder Autos mit Verbrennungsmotor langfristig durchsetzen? Als Argument gegen das Elektroauto werden die riesigen staatlichen Subventionen genannt, ohne welche sich diese Fahrzeuge nicht verkaufen ließen. Leider wird bei dieser Argumentation vergessen, dass unsere Automobilhersteller mit ihren Verbrennungsmotoren in den vergangenen Jahrzehnten massiv durch die Politik ebenso gefördert und beschützt wurden. Fußnote: Buch aus dem Campus Verlag, Professor Ferdinand Dudenhöfer, Wer kriegt die Kurve? Um diese Frage zu beantworten, hilft uns die Physik. Elektroautos sind von der Konstruktion her simpel. Im Verbrennungsmotor mit seinem zum Betrieb erforderlichen Getriebe bewegen sich viele tausend mitunter heiße Teile mit hohen Drehzahlen und damit großen Geschwindigkeiten. Ein Elektromotor mit dem zweistufigen Untersetzungsgetriebe erfordert nur ein Hundertstel dieser Einzelkomponenten, die nicht bis zu 1000 Grad heiß werden, sondern allesamt 100 Grad Celsius nicht überschreiten. Die Frage nach dem Energiespeicher ist nicht so pauschal negativ zu beantworten, wie es die Gegner der Elektromobilität gerne verlauten. Während für den Akku die erforderlichen Metalle nur einmal gefördert und anschließend recycelt werden, so muss für den Betrieb des Verbrenners ein ständiger Strom an flüssigen Kohlenwasserstoffen über die Weltmeere zu uns aufrechterhalten werden. Klar, der Strom für den Betrieb des E-Autos wird bei uns im überwiegenden Maße aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Doch die Wirkungsgrade von einem fossilen Kraftwerk bis ans Rad des Elektroautos ist 2,5-mal besser als die bei einem Verbrenner. Würden wir das importierte Öl in Kraftwerken verstromen, anstatt es in Otto- und Dieselmotoren zu verbrennen, so müssten wir wegen des höheren Wirkungsgrads nur 40% des Öls importieren. Es gibt eine Menge an Argumenten, die für die Verbrennungsmotoren sprechen. So ist das Know-how der Unternehmen und ihre Mitarbeiter in der Fertigung und der zu erwartende Verlust an Arbeitsplätzen zu nennen, wenn wir auf die Produktion der Elektrofahrzeuge umstellten. Auch die minimal erforderliche Wartung der Elektroautos wird die Werkstätten vor gewaltige Probleme stellen. Doch langfristig kann sich niemand der Macht der Physik entziehen. Das Bessere ist des guten Feind. Aktuell sind Elektroautos in der Anschaffung noch teurer als fossile Verbrenner. Das liegt im Gegenteil zur kolportierten Meinung nicht an den Zutaten des Elektroautos, sondern einzig und allein an der Menge der hergestellten Einheiten. Betrachtet man die Gesamtkosten bei den Fahrzeugarten mit dem Wartungs- und Betriebsaufwand, so haben wir schon 2021 den Gleichstand erreicht. Fußnote: ADAC-Kostenvergleich E-Fahrzeug gegen Verbrenner, Oktober 2021. In wenigen Jahren werden wir uns teuer zu wartende und betreibende Verbrenner nicht mehr leisten wollen. Der Übergang wird dabei nicht so schroff erfolgen, wie das politisch gerne formuliert wird. Der sanfte Anlauf des Verkaufs von Elektrofahrzeugen und der rechtliche Schutz des Altbestands werden noch in 10 Jahren einen großen Anteil an fossil angetriebenen Fahrzeugen bei uns zeigen. Wichtig für Sie ist zu verstehen, was die Physik an langfristigen Auswirkungen auf die Entwicklung haben wird. Die Politik versucht, auf der einen Seite zu bremsen, auf der anderen Seite zu beschleunigen. Seien es Subventionen oder Verbote, beliebig lange kann die Politik allerdings nicht gegen die Physik regieren. Spätestens, wenn freiere Volkswirtschaften uns vormachen, wie es funktioniert, muss der Staat nachziehen, falls er sich nicht gänzlich unglaubwürdig machen will. Bemerkenswert ist das Verhalten von Nachbarländern ohne eigene Fahrzeugproduktion. So sind uns Norwegen, die Niederlande und die Schweiz in dieser Hinsicht meilenweit voraus.
Dies ist ein weithin sichtbares Anzeichen für die Lobbyarbeit der heimischen Automobilindustrie. Wie kann man sich als Bürger ohne technisch-wissenschaftliche Ausbildung vor solchen Irrwegen schützen? Es gibt einen prinzipiellen Weg. Man wählt bei Kaufentscheidungen immer die Lösung, die für einen selbst am billigsten ist. Das klingt simpel, hat aber mehrere Gründe. Gegen die Physik zu arbeiten kostet Geld und macht Produkte teuer. Dieser Preisnachteil wird oftmals durch politische Subventionen unterdrückt. Immer wenn Sachen subventioniert werden, sollten Sie deshalb mit größter Vorsicht darauf reagieren. Ein hilfreiches Beispiel war die frühe Photovoltaik. Die Branche wurde mit Umlagegeldern zugeschüttet, als gäbe es kein Morgen. Damit entstanden Solarfirmen wie SolarWorld. Fußnote: SolarWorld, der Tragödie, zweiter Teil, Henrik Hirschler, Wirtschaftswoche. Die so unproduktiv arbeiteten, wie sie wollten. Sie verdienten Geld und mussten nicht oder nur wenig innovieren. Kaum nahmen die politischen Subventionen ab, kam es zu Pleiten in der gesamten Branche. Als Folge dieser gescheiterten Subventionspolitik haben wir bei uns viele alte Photovoltaikanlagen auf den Dächern, die für 20 Jahre extreme Einspeisevergütungen erhalten. Die Bürger ohne Anlage müssen dagegen aufgrund der hohen EEG-Umlage extreme Strompreise bezahlen. Dieses Subventionsgeld fehlt heute in unserer Forschung. Die Technologie und Produktionsführerschaft liegt mittlerweile in Asien. Das Versagen der Photovoltaikbranche in unserem Land passierte ohne öffentliche Ansage. Mit etwas physikalischem und kaufmännischem Wissen sah man die Entwicklung voraus. Das ist nicht der einzige Niedergang. Die heimische Windenergiebranche kämpft ums Überleben. Fußnote: Top 3 Western Wind Turbine OEMs to control 60% of market by 2028. Wood Mackenzie. Keines der drei beherrschenden Unternehmen hat mehr seinen Sitz in Deutschland. Unseren Autobauern wird es vergleichbar ergehen, wenn man sie aus dem Paradies der Subventionswirtschaft nicht bald entlässt. Ohne eine MINT-Ausbildung werden Sie sich jetzt fragen, wie Sie falsche oder verdrehte Informationen entdecken, wie Sie die der Physik entgegenstehenden Entwicklungen erkennen, die Sie weder mit mentalem Aufwand noch Finanzen unterstützen sollten. Zwei Sachen helfen in dieser Hinsicht. Einmal ist es der gesunde Menschenverstand. Zugegeben, als junger Mensch mit wenig Lebenserfahrung ist das schwierig. Es gilt das geflügelte Wort, Zitat: Wenn etwas für Sie wie Blödsinn klingt, dann ist es meist auch Blödsinn. Anonymes Zitat. Die zweite Regel hat mit dem Grundverständnis von Wissenschaft zu tun. Sie dient dem Erforschen von Wissen sowie der Weitergabe des Erforschten, damit vorhandenes Wissen vermehrt wird. Wissenschaft hilft aber genauso bei der Überprüfung von Wissen und nötigenfalls der Korrektur. Dieser letzte Satz ist wichtig. Wissenschaft ist niemals zu Ende. Theorien halten sich nur so lange, bis sie widerlegt wurden. Dabei gibt es kein demokratisches Prinzip. Wenn ein einzelner Wissenschaftler einen Gegenbeweis zu einer Theorie führt, dann ist diese Theorie Geschichte. Deshalb müssen Sie als Leser vorsichtig sein, wenn jemand behauptet, es herrsche wissenschaftliche Einigkeit und eine Theorie sei damit Fakt. Wissenschaft bedeutet vielmehr ein ständiges Überprüfen von Theorien. Dazu sind die wissenschaftlichen Daten und Zahlen, auf denen Sie gründen, der Gesamtheit der Wissenschaftler zur Verfügung zu stellen, damit eine unabhängige Kontrolle stattfinden kann. Mit dieser Methode kann eine Theorie angegriffen und gegebenenfalls zu Fall gebracht werden. Wer seine Theorie nicht mit Fakten, sondern einer angeblichen Einigkeit verteidigt, da hat entweder Wissenschaft nicht verstanden oder er hat etwas zu verbergen. Dabei muss diese Theorie nicht falsch sein. Es reicht schon, wenn die Verteidiger faul sind und sich dem Prozess des Widerlegens eines Angriffs auf ihre Theorie nicht stellen. Je mehr Sie über ein Thema wissen, umso häufiger haben Sie die Chance, solche Fehlentwicklungen zu entdecken. Entscheidenden Anteil daran haben schriftliche Arbeiten und Bücher, die seit Jahrtausenden unser Wissen zusammenfassen und für die Nachwelt bereitstellen. Genau darum geht es im nächsten Kapitel.